So, die letzte Folge war ja super. Die hat ja überhaupt nichts gebracht. Wird ansonsten Anvil zu Anvil gehen? Ich gehe zu Höhlen. Kann man auch machen. Also was? Ich gehe zum dorthin. Zur Herberge. Und gehe von dort aus nach Süden. Wenn ich Süden finde. Ist das mein Pferd? Ja, das ist mein Pferd. Kann diesen Gegenstand nicht ablegen. Huch! Das sind Leute. Vermuten mal Banditen. Das würde ich mal als Ja betippen. Betippen. Da ist jemand weggelaufen, aber der kam nie wieder. Ich habe ja schon gegen Schlauchkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Ey, du, ich auch. Uff. Sterbt schon, verdammt. Bitte. Ist auch interessant. Huch, Fluchendolch. Was ist denn das für einer hier? Ja, KI, ne? Pff. Also die KI war ja besonders gut heute. Stellt sich hin und macht. Ich will mal gleich mal mein Werkzeug reparieren lassen. Hätte ich mal vorher tun sollen. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Da gehe ich mal in den Marktbezirk. Gegebenenfalls muss ich dort warten wegen der Zeitdifferenz. Die ist, glaube ich, nicht so hoch hier. Ne. Warten wir mal. Hä? Das Paradies, ich. Was ist los? Weiß ich nicht, aber da liegt was. Gold. Gesucht, Graufuchs. Der bescheuertste, bescheuerte aller Zeiten. Auch Leute. Ich fürchte den Tod. Ist euch der Macht der kaiserlichen Legion zu widersetzen? Darf ich auch mal warten? Dankeschön. Endlich. So. Es ist Tag.
Suche ich mal eben den... Ist das der Waffenhändler? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja? Ja. Ich kann alles reparieren, was ihr kaputt macht. Ja, dann würde ich gerne mal... Boah, naja, muss ja sein. Bogen eigentlich relativ nicht so. Der Rest sieht noch in Ordnung aus. Wichtig ist, dass dann halt mein Katana lebt gut wohl. Ist. Und jetzt habe ich wieder ein schönes, gutes Katana. Das heißt, ich springe wieder nach unten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ich gehe mal zu Fuß, das ist besser, wie es ist, wenn man Level aufsteigt, ob das automatisch geschieht, ob man die irgendwie vergeben muss oder ob ich tatsächlich noch kein Level bin mit 28, weil ich halte es ein bisschen für übertrieben, jetzt immer noch nur Stufe 1 zu sein. Ja, ich bin immer noch Stufe 1. Hauptfähigkeiten meiner Klasse. Das wären Konsti und Stärke. Prinzipiell. Athletik. Veränderung und Schwertkampf. Huch. Was greift mich an? Fort Vitu. Heilige Scheiße. Ist das dunkel hier? Willkommen. Zu Let's Play Amnesia. The Dark Descent. Skelette. Dieses Tor wird anderswo geöffnet. Ah, ich sehe schon von der anderen Seite. Das typische Schlauchlevel wahrscheinlich. Muss man nur so. Ey, das ist nicht witzig. Hör auf zu atmen. Ich sehe tote Menschen. Geister? Nee, ist nicht wahr. Alter. Boah, mir ist gerade voll eiskalt eine Gänsehaut übers ganze Gesicht gezogen. Hoho. Ey, das ist ja... Ich hoffe, ihr schaut das jetzt nachts. Ah, so, Der sieht das. Ey, ohne Scheiß. Ich will hier und nicht sein. Jeder kommt.
Was ein Problem ist, man sieht dann die Geister nicht hier in diesem Nebel. Skelette hört man. Das Coole ist, ich mache gleich eine Aufnahmepause. Und darf in der nächsten Folge wahrscheinlich hier, also Session, hier wieder Action machen. Spielt das mit einem Kopfhörer, dreht die Musik ein bisschen lauter und dann ohne Fackel, am besten mit Licht aus. Gut, ich spiele das jetzt mit Licht hier, aber da kommt trotzdem so ein Feeling auf. Denkt ihr, ich sehe den Morgenstern oben nicht? Alter, den habe ich aber nicht. Tung! Der andere war schon lose. Ach, da ist ein Skelett wahrscheinlich dran gestorben. Auch nicht schlecht. Na, das kann auch passieren. Oh, wie süß. Guck mal. Pff. Okay, war jetzt nicht so schlimm. Aber der Geist war übel. Gut, wäre die jetzt verschlossen gewesen, diese Truhe, dann, ja, ich wüsste genau, was ich tue. So. Und in der nächsten Folge machen wir an dieser Stelle weiter.